Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 271. Sendung von Sport in Schwerin hier aus der Reiferbahn Sporthalle Schwerin zum Helios Club der C-Jugend, ausgerichtet vom SV Post Schwerin, die wir jetzt auch sehen gleich im ersten Spiel gegen die HSG Schülp-Westerrönfeld. Das Beste kommt zum Schluss, so sagt man, und deswegen kommen die Schiedsrichter auch immer als Letztes und eröffnen damit hier den Helios Cup in Schwerin über die Osterfeiertage. Beginnt heute am Ostersamstag mit dem Spiel des SV Post Schwerin gegen die HSG Schülp-Westerrönfeld und dem Duell zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Post Schwerin, Landesmeister der C-Jugend von Mecklenburg-Vorpommern, Westerrönfeld auf Platz 3 hinter Kiel und Flensburg. Und damit hat das Turnier begonnen, aber die Uhr noch nicht. So, jetzt läuft auch die Uhr. Ganz offiziell. Und ein Riesenkrach hier in der Halle. Westerrönfeld hat seinen eigenen Fanclub mitgebracht. Aber der erste Konter für Post Schwerin. Und das 1:0 für den SV Post Schwerin. Durch Linus Skoblin. Nach offiziell 30 gespielten Sekunden. Schwerin mit einer offensiven 5-1-Deckung und das Tor für Westerrönfeld durch Philipp Stiller 1:1. Westerrönfeld ebenfalls mit einer 5-1, sehr offensiv gespielt, schön durchgesetzt. Nikoster, Kai Niklas mit dem Treffer zum 2:1 für Post Schwerin. Und erneut Philipp Stiller kommt da frei zum Wurf und nutzt die Möglichkeit kraftvoll zum 2:2. Lattentreffer und der Nachwurf von Robert Köhler zum 3:2 für Post Schwerin. Ein schönes, schnelles Spiel hier in den ersten Minuten. Ja, Ball schön geholt am Kreis. Kann den Ball aber nicht festhalten, der Sebastian Lange. Und so jetzt die Chance für Post Schwerin hier erstmalig im Spiel mit 2 Toren wegzuziehen. Nick Köster hat sich da festgehangen. Schön über außen.
Aber mit rechts ein schwieriger Winkel für Yannis Böttcher. Und ein schöner Treffer, ein Sprungwurf von Robert Köhler zum Ausgleich, 3:3. Schön außen freigespielt und der Treffer für Potsmarin durch Linus Skoblin. 4:3. Und Skoblin erneut mit dem Ball gewinnt für Post. Schön gespielt und Böttcher mit der Chance scheitert an Niklas Stumpf. Und die Mitentscheidung für Westerrönfeld. Und der Treffer von Christopher Sawicki per 7 Meter. 4:4. Sehr offensiv gedeckt von Westerrönfeld. Freiwurf für Post Schwerin. Ja. Vertretung Schleswig-Holstein macht das ziemlich gut, aber schönes Kreisanspiel und das Tor für Post Schwerin durch Linus Skoblin. Sein zweiter Treffer in diesem Spiel zum 5:4. Hat er Glück? Kiel Ole Hornig. Und der Treffer von Philipp Stiller zum 5:5. Da kann man schön das Rausrücken gegen den Ballführenden sehen. Oh, das war eigentlich gut gemacht von Jakob Prax, dann die Lücke reinzustoßen. Der Pass kann dann aber nicht an. Ja, beschwert sich nie Körster, dass da niemand sich anbietet. Und das Tor zählt nicht. Übertreten zeigt der Schiedsrichter an gegen Linus Skoblin. Und die Führung jetzt für Westerrönfeld, hier in Führung zu gehen. Und das haben sie schön ausgespielt. Durch die Lücke freigespielt und Philipp Stiller mit seinem vierten Treffer zur Führung für Westerrönfeld. 6:5. Schrittfehler. Und dann kommt er für Westerrönfeld. Und das Tor. Durch Hornig. 5:7. Die erste 2-Tore-Führung in diesem Spiel. Und Nick Körster. Schön freigespielt auf der linken Außenposition. Verkürzt auf 6:7.
Freiwurfentscheidung für den SV Post Schwerin. Ich konnte nicht genau sehen, warum. Ich nehme an, er hat seinen technischen Fehler gegeben. Und der Fehlwurf von Linus Koblin. Na, riesen Lücke eigentlich gewesen für Hornig. Nutzt diese nicht und der Ball von Stiller dann klar am Tor vorbei. Und die Chance für Post Schwerin, hier wieder zum Ausgleich zu kommen. Wird sehr offensiv gedeckt, aber da reißen sich Lücken. Und das war schön gespielt und gesehen. Von Kevin Müller auf Nick Körster. Und es gibt 7 Meter für Post Schwerin. Und sicher verwandelt von Kevin Müller zum Ausgleich. 7-7. Das Kreisanspiel vor allen Dingen schön durchgesetzt. Am Kreis von Sebastian Lange. Sein zweiter Treffer zum 8-7 für Westerrönfeld. Fußentscheidung. Nee, Köster. Hat es nachsehen im 1-1. Und der Ball ist weg. Janis Böttcher scheitert erneut auch von der Außenseite. Am Kreis nicht zu halten, Sebastian Lange. Kevin Müller bekommt jetzt die gelbe Karte dazu. Und es gibt 7 Meter für Westerrönfeld. Und Christopher Sawicki mit seinem zweiten Treffer per 7 Meter zur 9. Zweitoreführung. 9-7 für Westerrönfeld. Und das Tor für Post Schwerin. Erzielt durch Linus Goblin. 8-9. Wieder das Kreisanspiel. Und er stand im Kreis, so sagt es der Schiedsrichter. Hat die Möglichkeit des schnellen Spiels für Post Schwerin und der Ausgleich durch Robert Köhler. 9-9. Das Tor von Sebastian Lange, wieder den Kreis angespielt. Sich da schön freigestohlen. 9-10. Und Post schlägt direkt zurück. Kevin Müller. Mit dem Treffer zum 10-10.
Erneut Gelb gegen Potsch-Berin. Kein Niklas, Nick Hörster. Wieder die Variante über außen. Philipp Stiller. Haben Sie Glück, der bekommt dann noch den Freiwurf. Das hat der Potsch-Berin diesmal besser gelöst, ihn sehr weit außen abgedrängt. Und da scheitern sie am Schweriner Block. Und Linus Goblin ist weg und macht das Tor. 11:10 für Schwerin. Das Tor haben sie sich in der Abwehr redlich verdient. Über außen das Tor von Mathis Wiese zum Ausgleich 11:11. Schön ausgespielt, Linus Goblin über außen und es gibt 7 Meter und die gelbe Karte gegen Mathis Wiese. Kevin Müller jetzt mit dem zweiten Versuch vom 7 Meter. Zum 12:11. Und Johannes Dahl kann sich erneut auszeichnen. Im Tor. Das ist vor Potsch-Berin gegen Sebastian Lange am Kreis. Wieder das Kreisanspiel auf Sebastian Lange. 12:12. Der Kreisangreifer durch den Kreis gelaufen. Damit Ballbesitz für Wester-Rhönfeld. Und Johannes Dahl kann sich erneut auszeichnen. Der Ball am Tor vorbei von Florian Zimmel. Kastner mit der Hand am Ball, führt aber nicht zum Ballbesitz. Wester Rhönfeld jetzt mit einem zweiten Kreis, aber das Tor per Hüpfwurf von Leo Engel. 12:13. Stürmer Paul gegen Kevin Möller, er hatte da die Hand draußen, hat der Gegner ins Gesicht bekommen. Und Philipp Stiller scheitert am Quergestänge. Post bricht den schnellen Angriff ab. Schönes Kreisanspiel von Nick Hörster auf Kevin Müller. 13:13. Ja.
Und bedeckter Wurf von Honig als Aufsetzer, nicht zu halten. Für Dahl 14:13 für Wester-Rhönfeld. Und diese Partie geht jetzt in die letzte Minute vor der Halbzeit. Man merkt auch, die Mannschaft hat schnell angefangen, dass der Schwung jetzt etwas raus ist. Doch ein kräftezehrendes Spiel, was die beiden Mannschaften aufgezogen haben in der ersten Hälfte. Vierte Sekunden. Schön ausgespielt und der dritte Versuch und diesmal erfolgreich. Florian Tümmel mit dem Ausgleich, 14:14. Wenn wir noch einen Angriff sehen, 20 Sekunden. Sind noch zu gehen. Der Ball ist weg, jetzt sind es noch 2 Sekunden. Und das war's in der ersten Hälfte zwischen dem SV Pauls Berlin und der HSG Schöp Wester-Rhönfeld 14:14. Und auf geht's in die zweite Hälfte zwischen dem SV Pauls Berlin und der HSG Schöp Wester-Rhönfeld. Halbzeitstand 14:14. Wir haben eine spannende erste Hälfte gesehen, eine schnelle, kraftaufreibende erste Hälfte. Und mal gucken, ob diese Mannschaft mit einem ähnlichen Tempo in die zweite Hälfte gehen. Ah, vom Gedanken her schön gespielt. Der Ausschuss frei gewinnt. Der Pass von Möller kommt nicht an. Und das erste Tor in der zweiten Hälfte geht an Wester-Rhönfeld. Christopher Sawicki, sein dritter Treffer, sein erster aus dem Spiel, die anderen beiden per 7 Meter zum 15:14 für die Vertretung aus Schleswig-Holstein. Und das Tor für Potsch-Berin durch Kai Niklas, Nick Hörster, sein dritter Treffer, 15:15. Da ist ein Schweriner Spieler zu Boden gegangen. Hat da, glaube ich, einen Ellbogen abbekommen. Hat was auf die Nase bekommen. Und bekommt eine Pause. Linus Goblin mit 4 Treffern zusammen mit Kevin Möller, der erfolgreichste Schütze im Spiel bisher bei Post Schwerin. Und das Tor für Post Schwerin. Durch Kai Niklas, Nikoster. Da. 16:15 die Führung. Für die Landeshauptstadt der Mecklenburg-Vorpommern. Und auch Savakiewicz, der Trainer des SV Pauls-Schwerin, lebt da ein wenig mit. Schön freigestellt und das Tor von Kyle Ole Hornig, 16:16. Nick Hörster tankt sich da schön durch, aber Schrittfehler und damit Freiwurf für Post Schwerin. Und Linus
Goblin aus der Kabine wieder da und wird sicherlich auch gleich wieder spielen können. Aber jetzt ist mal der einfache Ballverlust und der Tempo-Gegenstoß von Hornig macht seinen vierten Treffer in diesem Spiel. Und die Führung zum 17:16. Und dann kommt Skoblin auch wieder aufs Feld. Es geht also weiter. Schönes Doppelpassspiel. Aber Tümmel scheitert von der Außenposition. Da haben wir noch ein wenig Probleme auf Schweriner Seite. Besser Grünfeld wieder mit zwei Kreis. Und durch den Kreis gelaufen. Durch Mattes Wiese. Ah, da beschweren sich die Trainer von Besser-Rhönfeld. Er lag ja im Kreis, er hätte ja erstmal wieder rauskommen dürfen. Das war aber nicht ganz der Fall. Er hatte sich nur falsch aufgestellt und wollte dann durch den Kreis abkürzen. Und das ist der Regel nach. Durch den Kreis gelaufen, muss abgepfiffen werden. Und damit Ballbesitz für Post Schwerin. Gut verteidigt, aber Sebastian Lange. Und Nico ist der Scheiter beim Sprungwurf. Und die erneute Chance für Besser-Rhönfeld hier mit zwei Toren davon zu ziehen. Gut aufgepasst. Und gut durchgesetzt von Sawicki, sein vierter Treffer in diesem Spiel zum 18:16. Und das Spiel, was er etwas langsamer angefangen hat in der zweiten Halbzeit, nimmt richtig Fahrt auf jetzt. Jakob Prax mit seinem ersten Treffer zum Anschluss, 17:18. Und der Treffer von Philipp Schiller, sein fünfter, zur neunten Zweitore-Führung, 19:17. Diesmal scheitert Jakob Prax und vor uns indes die Seitenwahl fürs nächste Spiel zwischen 0-10 und Isbring. Und da scheitert Hornig mit dem Sprungwurf. Gab es kurz die Seitenwahl. Uelzen durfte wählen, wählte Schwarz. Gewann die Seitenwahl. Und damit wird Isbring anfangen mit Ballbesitz. Das Rennfeld steht da gut in der Abwehr. Nicht mit ganz so viel Fortune noch wie in der ersten Hälfte. Aber sehr gezielt und Post fehlt da das Mittel. Oh. Und manchmal ist es doch ganz einfach. Jakob Prax. 18:19. Ich denke mal, jetzt werden wir gleich eine Variante sehen. Von Besser-Rhönfeld. So ist es. Aber das war zu einfach. Philipp Schiller, da hatten sie sich eigentlich gut eingestellt auf diese Variante. Hatten eigentlich alles zugestellt. Dann aber keine Gegenwehr geleistet. Kevin Möller scheitert. Hätte da gerne einen Freiwurf gehabt, den gibt es aber nicht.
Und jetzt muss er schnell zurück, weil sonst hat Bester Grünfeld die Möglichkeit, hier ein Überzahlspiel aufzubauen. Und Sawicki mit dem Stürmer Foul. Und Linus Goblin hat Schwierigkeiten, nach diesem langen Ball den Ball im Tor unterzubringen. Es bleibt beim 18 zu 20. Und es gibt 7 Meter und es dürfte 2 Minuten hinterher geben für Kevin Müller. So ist es, er hat bereits die gelbe Karte gesehen. Und Wesseröhn fällt jetzt mit der Chance auf 3 Tore hier wegzuziehen durch den 7 Meter jetzt von Philipp Schiller. Gelingt. Und sein 7. Treffer in diesem Spiel. ...18-21. Ball verlost von Skoblin und der Konter. Und der Treffer durch Hornig, sein 5. 18-22. Zu früh aus dem Kreis rausgetreten von Wester-Rhönfeld. Eine Variante auf Prax. Der bekommt den Ball aber nicht im Tor unter. Jetzt dürfte Niekers hochsteigen. Gewaltig hochgestiegen. Stumm konnte den Ball entschärfen und Niekers hat sich da wehgetan. Und manchmal ist es die einfache Variante. Linus Goblin, 5. Treffer mit dem Hüpfwurf. 19-22. Schön gespielt. Das Kreisanspiel auf Stiller. Da fehlt die Gegenwehr des SV Poschmarin. 23-19. Und der Poschmarin jetzt wieder komplett. Schrittfehler von Niekörster. Deshalb nur Freiwurf und nicht Tor. Wieder Niekörster, Pfosten, Nachwurf. Bekommt er den Freiwurf. Schön nachgekämpft. Stürmer faul. Philipp Schiller. Oh, klasse gemacht von Sebastian Lange. Aber ebenso klasse gehalten von Vinny Marclaud. Schiedsrichter. Das Spiel unterbrochen. Das Tor muss wieder fixiert werden. Hat Niekörster richtig gegengeholzt. Ist das Tor aus der Verankerung geflogen? Das muss natürlich wieder repariert werden. Und dann kann das Spiel auch gleich weitergehen. Steht das Tor wieder richtig? Alles muss regelkonform sein. Dann kann es weitergehen. Ballbesitz, Poschmarin, Spielstand 19-23.
Skoblin, schön über die Außen gespielt und das Tor von Robert Köhler. Vierter Treffer 2023. Was ja lange. Sehr gute Arbeit am Kreis. Sitzt ja schön durch. Es gibt 7 Meter. Und Claude entschärft diesen 7 Meter. Ist sehr gut in dieses Spiel hier reingekommen. Und Philipp Stiller mit einem 9. Treffer. Dann quasi im 2. Versuch erfolgreich. Oh, schön und die kurze Ecke gewählt von Florian Tümmel. 21-24. Langsam muss ich Schwerin auch etwas einfallen lassen. Sebastian Lange, sie bekommen ihn nicht in den Griff. Sein 5. Treffer zu 25-21 für Westerhöhenfeld. Sind noch 7 Minuten zu spielen und 4 Tore. Oh, den Ball einfach weggeworfen. Und es gibt 7 Meter für Post Schwerin. Kevin Möller wird ihn ausführen. Und verwandelt sich ja 22-25. War sein 5. Treffer in dieser Partie. Schrittfehler. Und das gibt 2 Minuten. Gegen Christopher Sawicki. Und auch wenn Westerhöhenfeld das nicht wahrhaben will, das kann man so geben. Auch wenn es wahrscheinlich mehr ein Reflex als alles andere war. Er verschafft sich dadurch einen ganz klaren Vorteil. Aber dann überdreht er von Post Schwerin. Ja, trotz Überzahl große Schwierigkeiten für Post. Mit dem Kreis von Westerhöhenfeld, Sebastian Lange. Und Niekörster, schön aufgepasst. Und die Möglichkeit auf 2 Tore zu verkürzen, gelingt. 5. Treffer, Kai Niklas, Niekörster. 23-25. 4,5 Minuten noch. Und wenn ihnen solche Treffer gelingt, kann es hier nochmal richtig spannend werden. Philipp Stiller am Kreis setzt sich durch. Schlitzohr. Sein 10. Treffer.
Abwehr hat am Glauben gelassen, er bricht den Angriff ab. Setzt dann nochmal nach, macht das Tor. Sehr wichtig für seine Mannschaft, 23-26. Der Ball ist weg. Bester Röhnfeld auch schon wieder komplett. Und das geht ja auf die Entscheidung zu. Sawicki. Sebastian Lange nicht zu halten. Der Ball gar nicht so sicher von Hornig. Und Philipp Stiller mit seinem 11. Treffer. Zum 27-23 für Westerrönfeld. Und Kevin Müller. Starken. Ein Satz zum 24-27. Und Philipp Stiller hat dabei was abbekommen. Da, wo es besonders weh tut. Aber da weiß auf die Zähne, das Spiel geht weiter für ihn. Und seine Mannschaft führt ja auch mit 3 Treffern und ist jetzt selber im Ballbesitz. Etwas mehr wie 2 Minuten noch zu spielen und es dürfte die Entscheidung gewesen sein in diesem Spiel. Das Tor von Matthias Wiese, sein 2. 28-24 für Westerrönfeld. Kümmel scheitert von außen und Schwerin bleibt aber im Ballbesitz. Kurz gespielt und das Tor von Timon Bankmann. 25-28. Sieben Minuten und 2 Minuten gegen Linus Skoblin. Und Hornig. Beim 7 Meter. Übers Tor. Und übertreten. Also quasi doppelt verworfen. Bei Schwerin fällt dann unter Zahl nicht so viel ein. Zu wenig Bewegung im Spiel. So ist vorgestoßen deshalb. Freiwurf entschieden und Kevin Müller setzt sich da schön durch. Macht seinen 6. Treffer. 26-28. Und dann noch ein Camper-Trick von Wester Röhnfeld. Das kann man sich erlauben, wenn man führt. Hornig auf Stiller, sein 12. Treffer. Und den Ball auch schön weggeholt. Jetzt sind es noch 20 Sekunden und das nächste schöne Tor von Wester Röhnfeld. Sebastian Lange mit dem Heber. 26-30. 5 Sekunden noch zu spielen. Und nochmal das Tor für Jakob Prax. Zählt scheinbar nicht mehr. Also 26-30 unter Lichtpost Schwerin. Schöb, Westerrönfeld.